Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 1. Ja, wie ihr sehen könnt, machen wir nicht dort weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört hatten. Für die Leute, die sich nicht erinnern, in der letzten Folge hatten wir unseren zweiten Mann auf unserer Liste getötet, nämlich den Talal, und waren eigentlich da stehen geblieben, wo uns vorgeschlagen wurde, nach Masyaf zu reisen, und zwar quasi via Schnellreise. Und die hatten wir natürlich akzeptiert, nur irgendwie sind wir jetzt nicht in Masyaf gelandet, sondern irgendwie irgendwo anders. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Ich war nämlich, wie ihr wahrscheinlich in der letzten Folge hören konntet und ich auch gesagt hatte, ein bisschen krank gewesen, hat mich auch so angehört und war auch wirklich, wirklich schwach. Und nachdem ich dann nach Masyaf gereist bin, im Spiel, natürlich nicht in echt, ging es einfach legit gar nicht mehr. Also ich habe legit die Aufnahme lief zwar weiter, aber ich habe mich halt in mein Bett gelegt und geguckt, dass es mir wieder besser ging. Und ich wusste halt, dass ich so nicht mehr weiter Let's Playen konnte. Also habe ich mir selber gesagt, okay, weißt du was, komm, Alter, beende die Aufnahme einfach. Und dann ist das halt so ein abruptes Ende gewesen. Deswegen fangen wir jetzt quasi irgendwo nach dieser Sequenz an mit dem Al-Mualim, aber ich habe sie tatsächlich noch aufgenommen, deswegen spiele ich sie jetzt nochmal ab, damit wir ungefähr wissen, was jetzt genau unser Plan ist, und dann sehen wir uns gleich wieder. Mich dünkt, ihr hattet Erfolg? Der Sklavenhändler ist tot. Ja, die Vöglein haben es mir bereits geflüstert. Der Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Es mangelt an Arbeitern und Soldaten. Diesen Mann zu töten hat zahllose Leben gerettet. Ihr habt den Sarazenen und Kreuzfahrern ohne Frage zusätzliche Truppen versagt. Es sind finstere Zeiten, wenn Leben in Gold aufgewogen werden. Erst recht, wenn es so geringe Mengen sind. Er sah es anders, behauptete, es wären keine Sklaven, dass er ihnen helfen würde. Wisst ihr, woran man erkennt, ob ein Mann dem Wahn verfallen ist? Sie sprechen mit sich selbst, verletzen sich. Nein. Es sind jene, die sprechen und handeln, als wäre alles in Ordnung. Ich verstehe nicht. Nur wenige gestehen das Böse ein. Es ist stets zweckgebunden. Stets erklärbar. Also hat er gelogen? Ich war nicht dort, hörte seine Worte nicht. Aber ja, so ihr die Wahrheit sagt, wollte er wohl nur seine schändlichen Taten entschuldigen. Aber ich sah sie. Die Männer und Frauen, die Sklaven sein sollten. Eine absonderliche Auswahl. Alt, krank, toll. Schwach, ja. Wie kann man einen besseren Soldaten erschaffen, als ihn aus einem gebrochenen Mann neu aufzubauen? Gebt ihm, was ihm gefehlt hat, und versprecht ihm noch mehr. Das scheint mir sehr aufwendig. Das ist es. Aber im Gegenzug erhält man Treue. Mit dem Wissen um ihre Vergangenheit würden diese Männer ihren Retter niemals verraten. Eine interessante Theorie. Seht ihr, es gibt noch viel, was ich euch lehren kann. Alle betrügen. Alle anderen. Sich selbst. Lernt diesen Schleier zu durchschauen und erkennt, dass nichts wahr ist. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Ja, also, ihr habt es wahrscheinlich gerade gehört, wir müssen nach Akkon, hieß das, glaube ich. Ich habe es leider nicht mehr genau im Kopf, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn man das anders ausspricht. Und genau dahin reiten wir jetzt. Ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Wir haben in den Gedächtnisabschnitt 2 eigentlich ganz gut, ich will nicht sagen durchgespielt. Oh, das ist ein Templer, den nehmen wir mal ganz kurz entspannt mit. Oh, der dreht sich um. Hat er uns schon gesehen? Ich muss sagen, ich muss mich wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil leider... Hallo? 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 Ja, genau das habe ich gesagt. Ich habe mir wirklich vergessen, wie das funktionierte hier. Aber ich glaube, ich kann mich relativ schnell einspielen. Okay. Okay, okay, okay. Komm, Konzentration. Come on. Ja, Alter, er greift mich jetzt die ganze Zeit. Wieso? Keine Ahnung was, Alter. Komm. Ja, komm. Ey, Junge, gibt's doch nicht. Er fällt einfach hin. Ja, greif doch an. Alter, ich glaube, ich sterbe bei dem ersten Templer. Das ist nicht so geil. Oh. Scheinbar nicht. Wir haben ein Sechstel aller Templer eliminiert. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist sehr, sehr praktisch. Jedenfalls, was ich erzählen wollte, ihr seht doch diese ganzen Gedankenbalken, oder habt ihr die gerade gesehen? Und man kann quasi am Anfang des Spiels, wenn man das Spiel starten möchte, in dem Animus sehen, wie viel man quasi vom Gedächtnisabschnitt durchgespielt hat. Und wir sind eigentlich ganz gut dabei gewesen. Ich würde sogar fast sagen, wir haben das ganz... Nein, noch nicht ganz, aber eigentlich relativ gut durchgespielt. Mal schauen, ob wir das in Gedächtnisabschnitt 3 auch hinbekommen. Ist die Brücke kaputt oder können wir hier nicht? Perfekt. Ja, da ist eine Flagge. Die nehmen wir mal jetzt nicht mit, weil wir wollen uns natürlich mal langsam auf die Main Mission konzentrieren. Wir haben uns in den letzten Folgen so ein bisschen zu hart auf Flaggen und Co. konzentriert. Die sind jetzt aber nicht so wichtig. Ich glaube, wir werden aber jetzt gleich angegriffen. Zack. Oh, wir müssen hier durch.
Das war natürlich nicht so schlau. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass wir genauso gut dieses Gedächtnisabschnitt, oder diesen Gedächtnisabschnitt gut wie es geht durchspielen. Digga, ich habe immer noch Sprachstörung. Apropos Sprachstörung. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ja Leute, ich habe eine Sprachstörung. Die habe ich zum Glück nicht. Aber ich habe immer noch Probleme mit OBS. Also ich bin da ein richtiger Noob, was das angeht. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, bei mir ist das so, wenn ich irgendwas aufnehme, dann hat man ja, wenn man das eigentlich normal macht, immer zwei Audiospuren. Man hat einmal die Audiospur des Spiels und man hat einmal die Audiospur des Mikrofons. Das Problem bei mir ist... Sekunde, ich muss mal kurz hier... Ich muss mal kurz Assassine sein und dann können wir weiter quatschen. So, Kampf beendet, aber ich glaube, der nächste Kampf geht gleich schon wieder los. Deswegen versuche ich mal kurz hier raus aus dieser Ecke zu kommen, damit ich weiter quatschen kann, weil sonst kann ich mich nicht besser konzentrieren. So, jetzt warte ich, bis die weg sind. Und dann kann ich endlich quatschen. Alter, wie lange das immer dauert, bis man quatschen kann. Ne? Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben bei den Audiospuren. Normalerweise ist es ja immer so, dass man als YouTuber, wenn man Let's Play aufnimmt, einmal die Audiospur Desktop hat und einmal die Audiospur Mikrofon. Das Problem ist, bei mir funktioniert das nicht so ganz. Bei mir habe ich das Gefühl, dass er die Audiospur von meinem Desktop, also von dem Spiel, das ich gerade spiele quasi, und von meinem Mikrofon zusammen kombiniert in eine Audiospur und die dann verdoppelt. Also jedes Mal, wenn ich dann quasi mein aufgenommenes Video in einem Schnittprogramm öffne, höre ich mich jedes Mal aufs Neue wie Darth Vader an, weil er quasi die Audiospur von mir doppelt und dann hört sich das halt so robotisch an. Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Ich habe mir auch etliche Tutorials angeschaut, wo man so Step by Step sein OBS einrichtet, aber es klappt bei mir einfach nicht. Also es ist halt, was der große Nachteil an der ganzen Sache ist, ist ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo mittendrin in der Audio huste oder so, dann kann ich das nicht rausschneiden, weil ich halt die Audiospur meines Mikrofons nicht separat habe. Das heißt, wenn ich dieses Husten... Das heißt also, wenn ich dieses Husten rausschneiden möchte, dann muss ich quasi auch Teil des Let's Plays mit rausschneiden, weil die Audio von denen her zusammen gekoppelt ist auf einer Audiospur. Und es ist halt so ein kleiner... Oh, Junge, ich habe gar nichts gemacht, Digga. Ich komme gerade an, die so direkt Begrüßung mit Schwert, weißt du, was ich meine? So andere begrüßen dich so mit so Banner und so Flyer und da kannst du einen Rundgang machen und hier irgendwie töten dich, wenn du hier reinkommst, Alter. So geile Stadt hier. So, auf jeden Fall sehr sympathisch, die Männer, denn die sind alle leicht auszukontern. Lass mal hier ein bisschen durchziehen, bitte. Greif mich bitte an, damit ich euch auskontern kann. Das Ding ist, wenn ihr schon patrouilliert, Alter, dann wenigstens mit Wachen, die was drauf haben. Alter, die haben ja nicht mal einen Helm auf, so weißt du. Das ist ja richtig lost. Also die Leute von vorhin, diese Wachen, die hatten wenigstens so Helm und so vernünftige Rüstung. Der hat eine Bettdecke als Rüstung, Alter. Und will mir hier irgendwas sagen. Ja, guck, Gnade auf einmal. Ja, doch nicht mehr. Hm? Komm her, Alter. So. Was, ey Junge. Hast du nicht gerade um Gnade gewinselt? So. Ey, Junge, wo kommen die eigentlich alle her? Das sind so irgendwelche Bauern, Junge, die so gerade sich genervt fühlen, weil sie gerade in Ruhe Getreide ernten wollten. Aber ich sie dann mit meinem Kraft gestört habe oder so. So, rein hier und jetzt ganz normal. Also, ich muss mich mal kurz strukturieren. Wo muss ich hin? Also, das ist jetzt Akon. Da ist unser dritter Name. Stimmt, das wurde übrigens auch von Al-Mualem gesagt, dass hier der dritte Name ist. Und bevor wir hier irgendetwas anfangen, sollte ich erstmal einen Aussichtsturm synchronisieren. Ich weiß halt nicht warum, aber ich habe das Gefühl, sie begrüßen die wirklich Gäste so. Das sind, glaube ich, die ganzen Leichen, die so gerade einfach so ein bisschen die Landschaft entdecken wollten, plötzlich eine neue Stadt entdeckt hatten und dann wurden sie halt einfach mit Pfeilen und Schwertern begrüßt. Ist halt ein bisschen schade so. Bürger retten. Wo? Wo? Wo ist denn der Bürger? Komm, dann machen wir wenigstens eine gute Tat, wenn wir hier reinkommen. Ich meine, wir haben schon die Wachen angegriffen, dann können wir wenigstens hier auch so einen Burger verteidigen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht ein paar Sympathiepunkte bekommen. Mal schauen. Es ist schon krass, wie alt die französische Sprache eigentlich ist, fällt mir gerade auf, weil ich habe gerade einfach nur ein paar Wachen auf Französisch fluchen oder drohen hören. Und findet ihr das nicht auch voll interessant, wie sich so Sprachen erhalten, also wie sie so geblieben sind, so weißt du? Ich meine, so ein paar Sprachen sind halt ausgestorben. Ich glaube, niemand spricht Latein auf der Straße. Aber sowas wie Französisch, das Spiel findet im 12. Jahrhundert statt und wir haben das 21. Jahrhundert. Also imagine, wie lange das halt so angehalten hat. Weißt du, was ich meine?
frag mich so, wer war der erste Mensch, der Französisch gesprochen hat, so? Oh, das, du bist ein Mann, Bro. Oh, du bist ein Priester. Ach, war krass. Das der Letzte? Ich hab kurz gedacht, du wärst eine Frau, legit. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Ja, krass. Unser erster Burger von 12 hier. Oh, und als Belohnung bekommen wir... Nein, nein. Oh, Junge, das... Lass mich doch... Digga, ich war Priester, Dingens, hier, Betender. Ich war kein Assassine. Hast du nicht meine Bros gesehen? Das hast du verscheucht, Mann. Wo ist der Priester hin? Alter, der dreht sich einfach den Rücken zu. Der hätte mir gerade sagen können, einfach so, ey, Wachenschild, das ist wirklich nur ein Betender. Alles entspannt, aber nein, er rennt einfach weg, so. Egal. So, könnt ihr euch wieder in so einem Viereck formatieren, damit wir reinkommen können? Oder wollt ihr einfach, habt ihr keinen Bock mehr? Warum rennt ihr dem jetzt hinterher, so? Was hat der euch gemacht? Egal, okay. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, wir gehen einfach mal von der anderen Seite hoch. Pass auf, ich will mal kurz meine Waffe aus. Dann mach mal Folgendes. Ja, wo war ich stehen geblieben? Stimmt, ich war stehen geblieben bei Straßen. Straßen, bei Sprachen, so rum. Zum Beispiel Deutsch, die deutsche Sprache ist jetzt auch nicht so wirklich, ich glaube, ist gar nicht so alt, die deutsche Sprache. Damals war das ja, ich will jetzt nicht beleidigen klingen oder so, aber damals war das ja wirklich barbarisch, oder? Es war ja so ein, vielleicht habe ich auch gar keine Ahnung, was ich hier gerade laber. War das nicht irgendwie so, dass die, Germanen oder wie die hießen, damals, ich habe in die Geschichte, glaube ich, nicht aufgepasst, aber irgendwie voll Barbaren waren und richtig, schon fast primitiv gewesen sind. Aber schon krass, imagine so, von einem richtig primitiven Volk zu etwas solch modernem ist halt schon eigentlich ein huge step, wenn man bedenkt, dass es heute immer noch Völker gibt, die auf dem gleichen Level leben, wie halt die Barbaren damals gelebt haben. Aber das ist jetzt genug Geschichtskurs für heute. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr auf das Game konzentrieren. Auch wenn ich sagen muss, dass das Game natürlich halt geschichtlich ist, obviously, weil ich glaube nicht, dass das hier Science Fiction ist. Aber trotzdem, ich fand es halt einfach so ein bisschen interessant. Ich bin halt so ein Typ, wahrscheinlich wird ihr das gemerkt haben, der halt sehr gern redet und ich hoffe, dass diese Aufnahme funktioniert. Ich muss mal kurz checken, ob die funktioniert. Ja, okay. Wäre nämlich sehr traurig, wenn sie nicht funktioniert, weil dann wäre das ganze Gelaber umsonst gewesen. Und ich mag das nicht, wenn ich so Sachen neu aufnehmen muss und dann irgendwas faken muss. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin halt lieber so ein Typ, der so wirklich einfach so aus dem Nichts quasi über Sachen redet, Sachen einfach mal kurz erwähnt vielleicht. Weil das macht das Let's Play so ein bisschen lebendiger, meiner Meinung nach. Und das gibt's auch leider nicht mehr so oft auf YouTube, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass YouTube leider nur aus so YouTubern besteht, die halt auf Content reacten und nicht mehr so wirklich auf, nicht mehr wirklich auf Content-Erstellung aus sind, sondern halt wirklich nur auf Reaction. Was mich halt so ein bisschen traurig macht, weil damals war halt YouTube, ich meine, was heißt damals? Ich weiß halt, dass YouTube nicht so lange existiert wie, keine Ahnung, andere Plattformen jetzt. Jedenfalls, damals war das halt so, dass so ein Gronkh, so ein Sarrazar oder so andere große YouTuber damals, sogar Commander Krieger, sogar der hat halt so ein bisschen Content gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe das Gefühl, dass diese YouTuber halt einfach aussterben. Dass die Leute berühmt werden, die halt einfach nur eine, quasi einfach nur irgendeine Meinung sagen im Internet, auf irgendwas reacten. Oder auf etwas reacten, worauf reacted wurde, so. Das ist halt, ich meine, das ist eine komische Entwicklung von YouTube und vielleicht muss diese Entwicklung sein, damit YouTube sich noch zu etwas anderem entwickelt. Aber ich finde es halt ein bisschen schade. Ich vermisse so ein bisschen das alte Content-Creating-YouTube. Weißt du, was ich meine? Oh. Oh, eine Informanten-Herausforderung. Bevor wir die machen, erstmal kurz den Leuchtturm, wollte ich schon sagen, den Aussichtsturm hier erklimmen und synchronisieren, damit wir ein bisschen mehr Plan von der Map hier haben. Zack. Nein, Bruder, bitte nicht runterfallen. Sehr gut. Und ja, ich finde die Türme in Akkon sind bisher nicht so ganz beeindruckend, muss ich sagen. Ich finde so ein bisschen kleine, also ich meine, vielleicht ist das so ein, ist das ein Kirchturm oder so? Ist das, ja, das ist wahrscheinlich ein Kirchturm. Aber ich finde, die sind nicht so krass gebaut wie die Minaretten in Jerusalem oder die in Damaskus. Vielleicht ist das auch eine etwas ärmere Stadt hier. Müssen wir auf jeden Fall schauen. So, wir haben mal kurz einen kleinen Blick auf die Map geworfen, aber da konnte ich mich nicht so ganz konzentrieren, weil ich am Labern war. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Map und ich würde einfach sagen, ich mache mal kurz alle Aussichtstürme. Ich muss nur schauen, dass ich mit der Aufnahmezeit noch ein bisschen hinkomme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich. Bro, kannst du kurz weggucken, bitte? Ich will kurz hier hochkommen. Danke. Bitte guck weg. Alles gut, hier nichts los. Alles gut, Bruder. Alles gut. Guck, ich mache so. Ich mache ich. Hallo. So. Und du bist tot. Alles entspannt, mein Bruder. Ach so. Ihr seht es gerade, es wird eingeblendet. Wir haben eigentlich eine neue Waffe bekommen. Ich habe jetzt schon drei davon benutzt. Und zwar sind das die Wurfmesser. Also ich habe kurz gedacht, der will das Messer werfen. Digga, das ist definitiv kein Wurfmesser. Jedenfalls, das sind diese kleinen Messerchen, die er hier an der Brust trägt. Oder am Bauch. Die sind eigentlich ganz praktisch, weil das halt eine klassische Fernwaffe ist. Und die kann ich euch gerne kurz dem
demonstrieren. Bitte wirf das Messer jetzt nicht. Und zwar werfen wir das jetzt mal kurz auf sein... Digga. Er wirft es einfach gegen die Wand. Pass auf, wir machen das nochmal. Zack. In seinen Hals. Dich, Bruder, können wir einfach ganz easy... doch nicht. Doch nicht so easy, aber ihr kennt das. Ihr kennt das Prinzip. Jedenfalls, Wurfmesser sind ganz praktisch für einen Fernkampf, weil normalerweise haben wir halt nicht so viele Waffen für einen Fernkampf. Tatsächlich ist das Wurfmesser das einzige. Die einzige Waffe, die wir haben. Für einen Fernkampf. Da musste kurz mein Gehirn laden. Weil wir die Geschichte mit der Armbrust kennen wir ja, ne? Eigentlich im Trailer war die Armbrust drin, aber dann war die viel zu OP und musste dann einfach abgebaut, als wäre das irgend so ein Protein in eurem Körper. Jedenfalls musste die dann halt rausgeschafft werden, wie gesagt, weil sie halt so OP ist. Und die einzige Fernwaffe, die uns dann bleibt, sind die Wurfmesser. Die sind aber ganz praktisch, so ist das, glaube ich, nicht. Und wir sind gerade bei unserem letzten Aussichtsturm. Auf der Map seht ihr wahrscheinlich noch andere Aussichtstürme, seht ihr nicht, seht ihr aber jetzt, weil, uns der Weg dazu versperrt ist. Soweit, glaube ich, mein letzter Stand. Vielleicht war ich einfach nur beim falschen Aussichtsturm. Das können wir aber gleich gerne nochmal ausprobieren. Sonst wäre das jetzt mein letzter Aussichtsturm. Und wir würden jetzt quasi direkt anfangen mit den Missionen, die wir auf der Map gesehen haben. Ich habe leider vergessen, wie der dritte Name von unserem Dude heißt. Von unserer Liste. Ihr erinnert euch, der alte Ir muss ja irgendwie wieder von vorne anfangen, weil er ein bisschen zu arrogant gewesen ist. Und er war ja eigentlich der Assassine mit dem höchsten Rang, der beste Assassine. Und weil er sich aber da so ein bisschen verlaufen hat und arrogant geworden ist, hatte er leider ein paar seiner Assassinen in Gefahr gebracht und eigentlich sein ganzes Dorf in Gefahr gebracht. Und deswegen hat ihn der Meister, der Al-Mualim, sein Lehrer quasi, dazu verdonnert, nochmal ganz von vorne anzufangen, den niedrigsten Rang zu bekommen. Ja, und ihr seht selber, das war tatsächlich der letzte Aussichtsturm. Wir können quasi hier nicht weiter. Wo bin ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier. Ich gucke, ob ich vielleicht zu dem Aussichtspunkt kann. Vielleicht funktioniert das noch, weil er noch so gerade an der Mauer ist so. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich der letzte Aussichtsturm für heute gewesen sein. Und dann würden wir auch quasi direkt anfangen mit den Main Missions, um herauszufinden, wer denn jetzt unser dritter Dude ist, bei dem wir unsere Schuld abwaschen können. Und ich bin gespannt, wie der drauf ist. Wir hatten ja bei dem letzten Dude gemerkt, dass er ja so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen Pussy gewesen ist, aber ihr wisst, was ich meine. Er war ja so, er hat sich in den eigenen Reihen versteckt und hat halt irgendwie versucht, den Kampf zu meiden. Gut, er war natürlich auch ein Fernkämpfer mit seinem Bogen und hat natürlich jetzt auch kein Schwert gehabt, deswegen ist das wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger für ihn, in Nahkampf zu gehen. Nichtsdestotrotz hat er sich halt lieber bei den anderen versteckt und hatte keine Eier gehabt, dem Alter ihr direkt gegenüberzutreten. Aber ich bin gespannt, wie derjenige jetzt sein wird. Der Name wurde bestimmt schon erwähnt und es tut mir auch leid, dass ich ihn vergessen habe. Wahrscheinlich wird er in der Sequenz erwähnt geworden sein, wo Al-Mualim wieder mit Alter Ir sprach, nachdem er den Talal umgebracht hatte. Aber das werden wir jetzt alles gleich sehen. So, tatsächlich wird das vielleicht unser letzter Aussichtsturm sein und ich glaube, das ist eine gebrochene Minarette, kann das sein? Scheinbar war Akkon oder ist Akkon eine muslimische Stadt gewesen und wurde dann quasi zerstört oder so? Oder vielleicht ist es einfach eine kaputte Moschee? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, ob Akkon wirklich existiert hat. Wäre auf jeden Fall mega interessant. Vielleicht gibt es Akkon auch wirklich und ist eigentlich voll die heftige, beliebte Stadt und ich weiß nichts davon. Tut mir auf jeden Fall leid an der Stelle. Das sah irgendwie aus wie der Big Ben gerade, aber es war der nicht, ne? Nee, obviously. Wir sind ja nicht in London. Okay, ich sehe da eine Bogen-Mission. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen eins nach dem anderen, weil ich verrenne mich wieder hier zu viel. Das ist halt das Krasse an Open-World-Games, obviously, dass du halt alles machen kannst. Und obwohl das Spiel halt nicht so alt ist, obwohl das Spiel halt gerade weil das Spiel so alt ist, ist es halt so besonders, wie viele Möglichkeiten es für das Alter gegeben hat, quasi das Spiel zu erleben. Wisst ihr, was ich meine? So aus verschiedenen Perspektiven, eigentlich nur aus Alter Irs Perspektive, aber ich meine so in verschiedenen Bezugssystemen, so rum. Bevor ich jetzt mich hier aber irgendwie wieder verrenne, gehen wir mal kurz in das Büro des Verbindungsmanns und schauen, wer hier auf uns wartet. Ist auf jeden Fall wieder ganz entspannt. Ich glaube, jedes Büro des Verbindungsmanns hat, glaube ich, so ein gewisses, eine gewisse Richtlinie oder Gesetz, wie man hier einrichten muss, weil es sind immer die gleichen Kissen, die gleichen Teppiche in gleichen Ausrichtungen, also interesting. Ah, Alter Ir. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualim hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt.
und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden wären so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Rafik, danke dir, mein Bruder. Okay, Garnier ist scheinbar unser neuer Mann, den wir töten müssen. Ich habe seinen Nachnamen leider vergessen, deswegen nennen wir den jetzt einfach nur Garnier. Aber ist scheinbar Franzose. Ich werde wahrscheinlich seinen Namen richtig cringe aussprechen. Tut mir leid an der Stelle. Die ganzen Assassin's Creed Fans und Freaks sind jetzt wahrscheinlich am Ausrasten, warum ich seinen Namen genau so ausspreche. Und vielleicht heißt er sogar gar nicht so und ich habe mich einfach nur verhört. Das wäre natürlich sehr peinlich. Aber wir machen uns an die Arbeit und werden mal kurz... Oh nee, machen wir die Taschendiebstahl-Mission, meine Lieblingsmission. Oder machen wir erstmal eine Informanten-Herausforderung. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal die Taschendiebstahl-Mission und gehen dann zur Informanten-Herausforderung, weil ich finde, die Informanten-Herausforderung ist so ein bisschen verschieden irgendwie. Die Taschendiebstahl-Mission ist halt das Gleiche, ist halt immer, ne? Wir haben irgend so einen random-ass Dude, den wir dann beklauen müssen und das war's. Dann haben wir die Mission quasi fertig mit so ein bisschen Information dazu und ja. So, ich gehe mal hier runter, bevor ich entdeckt werde. Das war wahrscheinlich genau die falsche Richtung, deswegen springe ich einfach hier runter und eat, zack. Ach, stimmt. Ich habe vergessen, dass Alter Ia kein Assassine ist, sondern zu dumm ist, um in einen Heuhaufen reinzuspringen. Es ist wirklich so, dass er denkt, es wäre eine Landfläche und muss sich erstmal da drehen, weißt du? Okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich laber. Ich glaube, der Typ ist entweder oben oder unten. Ich habe keine Ahnung. Er ist, glaube ich, ich kann nicht mehr sprechen. Er ist aber, glaube ich, in dem Gebäude drin oder halt auf dem Gebäude drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz herausfinden, wo der Typ ist. Ist der des Wahnsinns? Bin ich des Wahnsinns? Bin ich das? Okay, irgendwo müssen die Tauben ja hergekommen sein und ich habe das Gefühl, dass hier so ein kleiner Markt ist. Oh, boah, ich bin so gut, Alter. Was habe ich denn gemacht? Ich wollte doch nur Selbstmord machen, Alter. Gönnt mir das doch. Ich bin einfach nur vom Dach gesprungen und die wollten mich dafür umbringen. Egal, komm. Dann lass uns die Bettdeckenmenschen mal kurz umbringen. Kennt ihr diese Oma-Bettdecken, die genauso gestreckt sind wie deren Pullis und so, die so richtig weich sind? Ich weiß nicht, was sich der Stadtmeister oder der Typ, dem Akon gehört, irgendwie gedacht hat, die seine Wachen so auszurüsten, so mit so Decken und so. Oder allgemein, damals war das ja wirklich so, dass man Leute mit so einem karierten etwas irgendwie ausgerüstet hat, in der Hoffnung, dass sie irgendwie keine Schwertstiche abbekommen. So, ist man dann immun gegen Schwertstiche? Das ist doch voll weich, oder? So. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Okay, der Bruder lässt sich nicht von seinem anderen Bruder bestehlen, aber vielleicht lässt er sich ja von mir bestehlen. Assalamu alaikum, Abi. Ey, Bruder, ich sag doch nur Assalamu alaikum. Oh, ich hasse diese Taschendiebstahl-Mission. Es geht einfach nicht. Ich kann die nicht. Ich bin einfach kein guter Marokkaner. Ich kann's halt einfach nicht, Mann. Ich bin kein guter Taschendieb. Was soll ich denn machen? Ist auch egal. Lass uns erstmal kurz fliehen. Hallo? Achso, er wollte kurz gegen den Baum laufen, in der Hoffnung, dass die Wachen dachten, irgendwie er wäre ein Baum. Boah, ich hoffe, ihr hört mich noch, weil ich habe das Gefühl, das Game ist wieder zu laut. Vielleicht mache ich das mal ganz kurz leiser. Eine Sekunde. Alter, wir sind so kurz davor, unterzutauchen und er fällt einfach runter. Er so, nein, ich kann nicht. Ich kann dich nicht auf diese Dach, mein Bruder. Egal. Nochmal zurück zur Taschendiebstahl-Mission. Vielleicht kriegen wir sie jetzt hin. Mal gucken. Alter, ich habe kein Geld. Bitte, ey. Ich verstehe nicht, diese Menschen sind die echt immer so nervig gewesen damals. So, und nochmal von vorne. Okay, diesmal lassen wir uns Zeit. Genauso funktioniert das, okay. Alter, ganz entspannt. Ich will dir gar nichts Böses. Ich will gar nichts Böses. An eurer Stelle würde ich gehen. Ich gehe doch. Oh, sorry. Werd bitte nicht wütend, alter Mann. Ich bete doch nur. Ist doch alles entspannt. Guck. Alles cool, Bruder. Mach dir keinen Kopf. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat so eine Wollmütze auf. Aber ich glaube, das ist einfach nur die Überreste seiner Haare. So ein bisschen. Okay, komm jetzt, bitte. Ich will das einfach nur hinter mir haben. Danke. Suchst du was?
Oh, ärgerlich, ne? Ja, ich kenne das, Digga. Bei mir wird auch so oft Sachen geklaut. Egal, ich mach mich auf den Weg, Bruder, ne? Bis dann, haust du rein. Ciao, ciao. Werd bitte nicht wütend. Bye. So, Burger retten. Einfach mal kurz mitnehmen. Zack. So. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ich hoffe, dass dein Gatte das nicht irgendwie missversteht. Aber ist okay. Ey, was? Oder du standst die ganze Zeit daneben, oder was? Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ist alles okay, Digga? Was schaust du mich jetzt so an? Ich gehe ja schon. Bist du der Gatte? Ja, sehr gut gemacht. Und jetzt ab zur Informanten-Herausforderung, Leute. Das läuft, Alter. Wir kommen voran. Wir kommen auf jeden Fall voran. Ein paar Aussichtstürme synchronisiert. Dann noch diesen Taschendiebstahl-Mission gemacht. Und jetzt noch eine Informanten-Herausforderung. Also ist auf jeden Fall eine ganz, ganz entspannte Folge. Ich glaube, ich kann auch nicht so lang aufnehmen. Gerade. Aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Deswegen, lass mal kurz schauen, dass wir kurz gucken, wo dieser Alter Informant ist. Ich bin gespannt, was er uns für eine Information gibt, weil dieser Typ vom Taschendiebstahl hat uns eigentlich gar nichts gesagt über den. Ich weiß halt nur irgendwas von Lettern und sonst was und das gibt mir schon ein bisschen Trauma, weil ich halt sehr viel was in der Medienbranche zu tun habe quasi. Und ich dachte, dass ich quasi, wenn ich fertig mit der Arbeit bin, los mit diesen Themen bin. Aber scheinbar verfolgen die mich bis ins Assassin's Creed rein, Alter. Deswegen, gut, dass ihr willkommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen. Das erschwert mir meine Arbeit. Ah ja, tötet sie. Ganzen sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Okay, das hört sich doch nach Assassinenaufgabe an, Alter. So, endlich. Okay. Also, wir haben ein paar Bogenschützen. Und er hat uns ja gerade unterschwellig mitgeteilt. Wahrscheinlich hat das der Rafir auch gemacht. Dass der liebe Garnier ein Doktor ist. Also ein Arzt wahrscheinlich. Was anderes hat, das muss ich irgendwie, Doktor wahrscheinlich damals nicht bedeutet. Wo? Wer sieht mich? Sieht er mich durch das Haus durch? Und, das ist eigentlich recht interessant, weil manchmal sind diese Doktoren richtig scary gewesen. Weißt du, was ich meine? Das waren wahrscheinlich die größten Psychopathen damals, wenn die halt auf der bösen Seite gewesen sind. Meistens waren das dann wahrscheinlich Henker oder so, die dir Finger abgehackt hatten oder irgendwas reingespritzt haben an Gift oder so. Und damals im Mittelalter tatsächlich hatten diese Menschen, diese Doktoren, diese Mediziner auch, glaube ich, immer so einen Schnabel getragen. Wisst ihr, was ich meine? Bei Assassin's Creed Brotherhood war das zumindest so. Ich weiß nicht, ob das in Real Life auch so gewesen ist. Wahrscheinlich nicht. Doch war es. Natürlich war es das. Ich bin dumm. Egal. Wo? Wie hast du mich gesehen? Du hast mich nicht gesehen. Du kannst mich nicht gesehen haben. Bruder, du hast komplett woanders. Das hat physikalisch gar keinen Sinn gemacht, Junge. Wie hast du mich gesehen? Du hast meine Finger maximal gesehen, aber mich hast du nicht gesehen. Mann, das nervt mich. Ich habe keinen Bock, die Mission nochmal von neu zu machen. Egal. Komm, dann machen wir sie einfach nochmal von neu. Komm. Und an sich müsste das jetzt klappen. Ich habe meine versteckte Klinge ausgewählt. So, zwei. Ich habe die zwei ausgewählt. Ich sehe jetzt den Bruder an. Und muss eigentlich nur noch so machen. Sein Bogen fällt zwar hin und ich weiß halt nicht, wie viele Leichen da jetzt von ihm unten liegen, aber den haben wir jetzt schon mal erlegt. Und ich glaube, bei dem da hinten machen wir genau das Gleiche. Wir haben ja so ein kleines Gebäudelein da in der Mitte und da werden wir jetzt quasi auch rumgehen und ihn dann erlegen. In der Hoffnung, dass er jetzt mich irgendwie nicht sehen kann. Ich glaube, ich warte, bis er sich umdreht, weil seine Augen hinten sind, glaube ich, nicht so gut wie seine Augen vorne. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich mich jetzt umdrehen würde. Deswegen schauen wir mal kurz, dass wir hier... Kann ich auch ein Luftattentat auf den Mann? Nee, kann ich nicht, deswegen. Okay, jetzt dreht er sich so um. Ich glaube, der dreht sich dann einmal komplett nach Norden, müsste das sein. Keine Ahnung, oder? Ist das Norden? Nein, das ist ja komplett was anderes. Das ist Süden. Einfach Süden. Okay, jetzt hat er sich im Süden umgedreht. Jetzt muss ich einfach nur kurz rangehen und... Nein, nicht hängen bleiben! Oh mein Gott, Digga, hätte er sich jetzt umgedreht, dann wäre ich ausgerastet. So, und zurück zu unserem Informanten. Mal sehen, was er uns für Nachrichten mitteilt. Bin gespannt, was der Garnier für ein Typ ist. Alles gut, Bruder. Ich bin nur ganz normaler Betender, der gerade auf der Decke gebetet hat, weil ich dachte so, je näher am Himmel, desto heftiger mein Gebet oder so. So, ja, sorry, Digga. Alter, richtig religionsfeindlich hier. Belästigt jemand anderen. Ich glaube einfach an dem vorbei mit gefalteten Händen. Was geht bei dem ab?
Ich war so komplett still, hab mir so gar nichts gedacht. Okay, damals musste man sich, glaube ich, immer über irgendetwas aufregen. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Okay, in seinem Krankenhaus. Ein paar Reparaturen. Ich frag mich, was man in einem Hospital repariert. Ich habe kurz irgendwie gedacht, Werkzeug, aber ich weiß halt nicht, ob man so dafür ins Krankenhaus geht. Oder was heißt Hospital? Heißt Hospital was anderes? Hospital heißt doch Krankenhaus, Digga. Ich bin doch nicht dumm.